Hey Leute, herzlich willkommen bei AT Zimmermann. Ja, heute mal wieder ein Technik-Check-Video und heute haben wir freundlicherweise von einem Kunden zur Verfügung gestellt bekommen einen Genesis Electrified GV70. Ja, was ist besonders an diesem Auto? Genesis, die Marke Genesis, ist ja eigentlich ein Luxusableger von Hyundai und Kia. Und die grundsätzliche Frage bei diesem Auto: Ist Genesis tatsächlich Luxus? Ja oder nein? Oder ist es einfach nur ein bisschen teurerer Kia oder ein teurerer Hyundai? Der Frage werden wir heute in dem Video auf den Grund gehen. Wir gehen einfach einmal ganz kurz rum, ganz kurz noch die Eckdaten zum Fahrzeug. Wir haben 2x180 kW Konfigurierung, das heißt ein Motor vorne mit 180, ein Motor hinten mit 180 kW, gibt summa summarum 490 PS, die die PS lieber mögen, weil sie sich da mehr drunter vorstellen können. Dann haben wir einen 77,4 Kilowattstunden netto fassenden Akku, ist die gleiche Technik verbaut wie im IONIQ 5 oder im Kia EV6 oder auch im Genesis GV60, den wir auch schon zum Testen da hatten. Da verlinke ich euch das Video in der Beschreibungsbox, wer das auch gerne noch mal sehen will. Ja, ansonsten, wir haben hier ein Fahrauto mit voller Hütte. Das heißt, der Kunde hat alles reinbestellt, bis auf die großen 21 Zöller. Das hier sind jetzt 19 Zoll Räder. Das ist quasi die Basisbereifung. Ist ein bisschen weniger bordsteinempfindlich und ist auch etwas effizienter. Ja, dann gehen wir hier schon mal an den Außenspiegel. An den Außenspiegel erkennt man gleich, okay, dieses Fahrzeug hat Top View. Was heißt Top View? Beim Einparken sehe ich mein Auto von oben, macht's Einparken durchaus leichter, ist ja auch eine Riesenkiste. Ja, und insgesamt muss ich sagen, designmäßig, spaltmaßtechnisch recht schön verarbeitet. Das Einzige, was mir jetzt zum Beispiel bei diesem Fahrzeug nicht gefällt, das ist das hier. Also designtechnisch ist dieser Wischer, ist einfach hässlich. Also den hätte man zum Beispiel auch unter den Heckspoiler verstecken können, haben wir andere Autos schon getestet, wo man wirklich den Wischer suchen hat müssen. Genesis hat sich gedacht, na gut, jetzt ist eh schon hässlich, jetzt machen wir hier einfach dann den Drücker für die Kofferraumklappe. Die Kofferraumklappe kann man natürlich weiter aufmachen, die hat der Kunde so programmiert wegen der Tiefgarage. Wir haben hier einen schönen Kofferraum, aber sonderlich groß ist natürlich jetzt auch was anderes. Ich habe hier noch ein bisschen Zeug für Platz für zusätzlichen Stauraum. Das war's aber dann auch schon. Das ist aber tatsächlich auch das, was uns jetzt stauraumtechnisch gar nicht so interessiert in diesem Technikcheck. Bei uns geht's ja viel mehr um die eigentliche Technik. Und wenn wir schon gerade bei der eigentlichen Technik sind, der Ladeport. Der Ladeport war bei uns ja immer so ein bisschen Grund zur Kritik. Ich sage nur BMW i4 M50, da habe ich eine fette Tankklappe als Chargeport-Deckel. Das kann man echt schöner und eleganter lösen. Und ja, ich muss es zugeben, ich bin gerade gemeinsam mit unserem Kameramann, sind wir gerade 5 Minuten um das Auto gesteuert und haben den blöden Lade-Chargeport-Deckel gesucht. Und ich muss sagen, der ist so gut verbaut. Eigentlich habe ich gesagt, das müssten wir jetzt auf Video aufzeichnen. Ich bin auch durchaus in der Lage, über mich selbst zu lachen. Also das war jetzt echt ein bisschen peinlich für mich, muss ich sagen. Hätte ich mich besser darauf vorbereiten können. Aber ja, der Ladeport, ich zeig's euch dann, wenn ich mal den Dennis habe suchen lassen. Wir haben ja noch einen neuen Mechaniker, den Simon. Und den lassen wir jetzt auch mal den Ladeport suchen. Und dann schauen wir mal, wie lange die brauchen. Ja Leute, damit ich mich nicht komplett alleine blamiert habe, mich konnte man leider nicht filmen, während ich was gesucht habe an dem Auto, nehme ich mal meine zwei Mitarbeiter, und Dennis kennt ihr ja schon, ja, und das ist der Simon, den seht ihr dann in der zweiten Runde vollständig, da kann ich ihn euch dann auch vollständig vorstellen, aber erstmal Dennis, such mal den Chargeport. Ei, den Chargeport? Ja. Okay. Los geht's. Dann. Würde ich jetzt eigentlich hinten vermuten. Ah, guck ich mal. Versuch Nummer zwei. Simon sucht den Chargeport mit der Mütze. Nein. So, also das ist der Simon,
Der hat, wann hast du angefangen bei mir? Anfang August. Anfang August. Ja. Und bist jetzt gute 2 Monate dabei? Ja. Gell? Macht's dir Spaß? Ja. Ich muss zugeben, ich bin sehr zufrieden. Ja. Sehr schön. Das hört man als Arbeitgeber natürlich immer sehr gerne. Aber du darfst ja jetzt hier auch nichts anderes sagen. Bist du noch in der Probezeit. Sehr gut. Ja, Simon, ich gebe dir mal den Schlüssel. Hinter dir der Genesis Electrified GV70 und du suchst jetzt den Chargeport. Ich würde jetzt mal raten, so altbekannte Stellen absuchen. Ja, okay. Du kannst auch wo drücken. Sieh einer. Yay! Kassversteck, gell? Jetzt will ich erstmal wissen, wie sich das Auto wirklich fährt, ob es Lenkrad gerade steht. Sehen wir jetzt alles bei der Probefahrt. Innenraum typisch Genesis, sehr luxuriös. Wir haben hier die Schalter für die Bedienung. Wir haben ein hochauflösendes Display, ziemlich groß, schmal halt. Ja, wir haben einen Drehknopf für die Fahrstufe zum Einlegen. Ansonsten sage ich jetzt mal das Altbekannte. Insgesamt sehr schön, hochwertig anmutend. Ob es wirklich hochwertig ist und ob es wirklich Luxus ist, das sehen wir dann wirklich erst beim Fahren. Ja, wir haben natürlich wieder den Genesis-typischen Sound, wenn wir losfahren. Wegen mir bräuchte es diesen Sound nicht. Aber ist natürlich vorgeschrieben, ganz klar. Jetzt schauen wir mal, Drive Mode Button. Da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen stehen bleiben, ob wir den Fahrmodus ändern können. Aber jetzt so der erste Eindruck, ist natürlich schon ziemlich komfortabel, das ganze Auto. Ist natürlich auch ein Dickschiff, also wäre blöd, wenn der jetzt ziemlich sportlich abgestimmt wäre. Also insgesamt, was sagt mein Kameramann? Ich finde, da holpert ein bisschen. Das ist jetzt mein erstes Gefühl. Von hinten so ein bisschen, ja? Ja, finde ich schon. Also nicht ganz so super komfortabel, dass man jetzt gar nichts merkt. Also er bügelt nicht alles glatt. Vielleicht hat Genesis hier bei der einen oder anderen technischen Innovation noch gespart. Aber wir fahren jetzt mal an die Seite. Ich muss mal den Sportmodus finden. Beziehungsweise suchen. Also es ist sehr ähnlich BMW iDrive. Draufdrücken ist Enter. Ich habe hier natürlich immer 2 Möglichkeiten zur Bedienung. Finde ich ganz okay. Blöd finde ich es zum Beispiel bei anderen Fahrzeugen, die ein Touchscreen haben und dann die komplette Bedienleiste mit allen Knöpfen dann noch zusätzlich. Finde ich dann irgendwie zu viel des Guten. Also entweder oder, das ist ein gutes Zwischending, mit dem man gut leben kann. Ah, hier. Ah ja. So, das Auto ist ja jetzt volle Hütte bestellt. Wenn ich in den Sportmodus gehe, ich habe hier elektropneumatische Seitenwangen beim Sitz. Die blasen sich dann gleich ein bisschen auf. Das heißt, die nehmen mich so in der Taille in die Zange, damit ich mehr Seitenhalt im Sitz habe. Finde ich persönlich ziemlich cool. Vermisse ich so ein bisschen bei anderen Herstellern. Gerade so bei Tesla-Sitze ist da nicht so hochwertig. Aber das fühlt sich jetzt schon echt richtig luxusmäßig an. Jetzt schauen wir mal, machen wir noch eine sportlichere Sitzeinstellung. Ja, aber der Sitz lässt sich auch richtig gut einstellen für mich, für meine Größenverhältnisse. Das finde ich auch richtig gut. Ich bin 1,87 groß. Gerade große Leute haben ja oft ein bisschen Probleme, die richtige Sitzposition zu finden. Ich sag nur NIO ET5. Da war es schon echt fast unmöglich, eine perfekte Sitzposition zu finden. Und wenn du dann ein Auto mit 400 PS hast und du hast keine geile Sitzposition, verdirbt dir das so ein bisschen die Laune am Auto.
Aber ja, ich fühle mich gut gestützt. Finde ich gut. Wir sind jetzt an unserer Probefahrtstrecke, aber beim Hinfahren ist mir eins aufgefallen. Irgendwie hat es von hinten relativ laut geklungen. Wie ja schon erwähnt vorhin, das Auto ist volle Hütte, das heißt, er hat belüftete Sitze. Ich will euch jetzt mal die Lautstärke demonstrieren, wie laut die belüfteten Sitze sind. Ich dachte nämlich, das kommt von der hinteren Klimaanlage, die ich übrigens dazu bestellen muss für 1400 Euro, nur wenn ich Sitzheizung haben will bei diesem Fahrzeug. Das finde ich schon ziemlich krass, aber zurück zur Sitzbelüftung. So, das ist jetzt die maximale Stufe. Genau hier hinten, hinter der Fahrersitzlehne, ist der Ventilator. Und das ist schon ganz schön laut. Finde ich nicht so geil. Stufe 1 ist so, dass man sagen kann, okay, kann ich mit leben. Und jetzt merkt man erst, ah, okay, die Klimaanlage vorne, die ist total leise. Aber die Sitzbelüftung ist schon echt richtig laut. Das geht natürlich auf jeden Fall leiser. Und das ist jetzt nicht unbedingt Luxus. Weil wenn Sitzbelüftung so störend laut ist, dann finde ich, hat das in einem Luxusauto nichts zu suchen. Wir sind im Sportmodus. Jetzt machen wir mal 0 auf 100 Beschleunigung. Wie gut gehen 489,6 PS? Also, er zieht gut weg, aber dieser Punch ist überhaupt nicht da. Also, das muss man wirklich sagen. Dieser, ja, Tesla-typische Punch schon fast ist gar nicht da und rekuperieren, die volle Reku habe ich nur, wenn ich die Taste drücke oder dann auch bremse, ansonsten etwas reduziert. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Also ja, es presst einen deutlich in Sitz, aber so dieser richtige Punch, dieser elektroautotypische Punch ist nicht da, muss aber auch nicht sein, weil, wie gesagt, Genesis ist eher in Richtung Luxusfahrzeug. Es soll ja keine Sportskanone sein. Auf der anderen Seite, wenn ich fast 500 PS unterm Hintern habe, dann möchte ich natürlich schon auch das richtig spüren. Es wirkt sehr steril auf mich, aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Nachteil ist oder dass das schlecht ist für das Fahrzeug. Ich würde es jetzt mal neutral bewerten. Schöner wäre es natürlich, wenn ich den Punch hätte. Dafür habe ich ja auch einen Komfortmodus oder einen Sportmodus oder sowas. Wenn ich im Sportmodus bin, will ich ja auch sportlich fahren. Von daher könnte es ein bisschen mehr Punch sein. Bevor ich dem Auto jetzt Unrecht tue, den Boost-Knopf drücken. Wir sind im Sportmodus und... Oh, ich finde, der geht schon besser. Ja, geht besser. Aber trotzdem, der richtige, der krasse Tesla-Punch bleibt trotzdem aus. Aber ja, jetzt merkst du wenigstens, wie die Reifen auch richtig zu tun haben an der Vorderachse. Bisschen besser ist er schon, aber mir fehlt trotzdem der richtige krasse Punch. Und man muss dazu sagen, der Boost immer nur für 10 Sekunden und ich muss ihn jeweils wieder neu drücken. Und wenn ich jetzt nicht gleich starte, ich fahre jetzt trotzdem 100 und er läuft schon wieder ab. So, jetzt habe ich keinen Boost gedrückt. So, und nur für den Boost tut er hier nochmal die Seitenwangen anpressen. Ja, jetzt presst er die Seitenwangen an und jetzt kann ich nochmal Gas geben. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt einen Bergpass fahre oder sowas, habe ich keinen Bock, nach jeder Spitzkehre den Boostknopf zu drücken. Da wäre ich mit Drücken gar nicht mehr fertig. Also würde mich dann nerven, wenn ich einen Motorradfahrer irgendwie hinterherheizen will und den dann nicht kriege, weil ich vergessen habe, den Boostknopf zu drücken. Also entweder er geht immer. Aber ja, das hat der Genesis GV60 zum Beispiel auch so. Ich muss jedes Mal den Boostknopf drücken. Ja, ganz nice to have. Aber ja, also entweder, wenn ein Auto eine Maximalbeschleunigung hat, dann halt einfach immer im Sportmodus. Das verstehe ich nicht ganz, warum man das dann nicht so macht, dass er einfach immer grundsätzlich diese Boost-Funktion erst dann aktiviert, sobald ich den Pin drücke. Könnte man ja auch anders programmieren einfach. Bisschen schade. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir mal, wie die Seitenführungskraft ist. Puh. Also, es fühlt sich nicht unsicher an,
das Fahrzeug, wenn ich jetzt wirklich schnell Slalom fahre. Aber ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es fühlt sich alles sehr steril an. Ich würde mir da ein bisschen mehr Rückmeldung von der Straße wünschen. Es ist halt ein großer, schwerer Bock. Das merkt man ihm auch an. Insgesamt muss ich aber sagen, ich fühle mich jetzt zu keiner Zeit unsicher. Ich habe ihn jetzt nicht quer gekriegt. Und ich würde sagen, da muss ich nochmal meinen Kameramann ein bisschen besser vorwarnen. Das versuchen wir jetzt mal. Ab wann das Ding, also wie weit muss ich da wirklich jetzt es provozieren, bis das Ding irgendwie mal ordentlich ins Rutschen kommt? Ja, also im Grenzbereich, er kommt relativ neutral bis leicht übersteuernd. Man merkt aber nicht wirklich den Eingriff vom ESP. Also das ist sehr schön, dass das ESP jetzt nicht total plötzlich zack dir reinklotzt und du das richtig merkst, sondern nein, du merkst es eigentlich gar nicht. Du hörst die Reifen leiden ein bisschen, aber gut, fühlt sich insgesamt sicher an. Jetzt schauen wir dann nochmal, wie das Lenkrad steht. Das interessiert mich jetzt nämlich noch. Steht das Lenkrad wirklich gerade bei Geradeausfahrt oder tut es das nicht perfekt? Lenkradrückstellung auch sehr schön. Also ich habe jetzt wirklich das Lenkrad losgelassen. Er hat sich bis 0 Grad Lenkrad oder fast 0 Grad Lenkradstellung zurückgesetzt. Und jetzt schauen wir mal. So, Lenkrad ist gerade. Straße hängt aber auch minimal nach links. Fahrzeug fährt minimal nach links, was ganz normal ist. Jetzt machen wir es da vorne nochmal. So, Lenkrad gerade ausgerichtet. Er zieht so ein ganz bisschen nach rechts. So, vielleicht seht ihr es, vielleicht kann man es sehen. Also das Lenkrad ist so minimal nach links. Ich würde jetzt mal sagen, minus 1 Grad. 0 Grad, minus 1 Grad. Minus 1 Grad habe ich ungefähr bei Geradeausfahrt. Sprich, der ist sicherlich nicht perfekt eingestellt, aber das haben wir bei fast allen anderen Autos auch schon. Bis das einzige Auto, das wirklich bis jetzt perfekt dahergekommen ist mit der Einstellung, war der BMW i4 M50. Da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich Top-Niveau, was BMW bzw. die M GmbH hier abgeliefert hat. Bei allen anderen Autos kann man sich einfach grundsätzlich davon verabschieden, dass Fahrzeuge im Neuzustand perfekt eingestellt sind. Es ist ja auch nachvollziehbar, die Einstellarbeit muss immer ein Mensch erledigen in einem Automobilwerk und der menschliche Mitarbeiter ist der teuerste Mitarbeiter, ein Roboter ist viel billiger. Und was der Mensch machen muss, das soll er natürlich möglichst schnell erledigen. Und wenn er schnell fahren muss, das erledigen muss beim Arbeiten, dann kann er natürlich nicht jede Minute perfekt rausholen. Vollkommen nachvollziehbar. Wir wollen ja auch nicht so viel Geld fürs Auto bezahlen, muss man ja auch sagen. So, jetzt schauen wir mal Assistenzsysteme. Er hat den von Hyundai bekannten Autopiloten drin. 80 km/h. Ich sage jetzt schon, das funktioniert nicht. Er bremst nämlich jetzt nicht ab. Oh. Und er warnt wieder nicht vorher. Ich erwarte einfach von einem Fahrassistenzsystem, dass mich das warnt, bevor ich schon auf der Gegenfahrbahn bin. Finde ich schade, dass auch jetzt hier, wir reden vom Hyundai Ioniq 5, den wir 2020 rausgekommen ist, und hier ist das Fahrassistenzsystem. Oh, nicht mal die Kurve hätte er jetzt mit 80 geschafft, und die war jetzt auch wirklich nicht heftig. Und das Fahrassistenzsystem hat sich genau um 0,0% verbessert, also was die Spurführung natürlich anbelangt. Jetzt gehen wir runter auf 70 km/h Gegenfahrbahn. Das heißt, wir haben noch zusätzlichen Vorteil fürs Auto. Wir haben die Kurvenaußenseite. Sprich, der Kurvenradius ist jetzt größer. Na, schaffst du es? Nee. Wäre
abgekommen. 70 km/h Kurven Außenseite. Schade. Hier ist halt ein riesengroßer Vorteil von Tesla, sogenanntes Fleet Learning. Jedes Mal, wenn der Tesla Autopilot merkt, es wurde eingegriffen, ich habe als Auto quasi was falsch gemacht, wird eine kleine Datei ans Mutterschiff gesendet mit den Ortsangaben, Zeit und so weiter, anonymisiert natürlich. Und diese Daten werden erstmal von der KI ausgewertet. Und das Mindeste, was dann in einem der 10 nächsten Software-Updates irgendwann gemacht wird, ist quasi die Autos dann einfach vor der Kurve entsprechend abbremsen. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt in der Navigation bin oder nicht in der Navigation bin, weil so ist es nämlich bei Mercedes. Mercedes bremst nur vor der Kurve ab, wenn ich in der Navigation bin, was ich ein bisschen, das ist eigentlich Blödsinn meines Erachtens, weil das würde ja heißen, dass ich nur im Autopilot-Modus bin, wenn ich navigiere. Vielleicht bin ich ja auch mal bei einer bekannten Strecke in der Autopilot-Navigation. So. Nee, der wäre selbst jetzt, der wäre voll in Gegenverkehr gefahren. Ganz ehrlich, nicht mal 60. Ey, Leute, ganz ehrlich, sowas als Fahrassistenzsystem. Und natürlich, jetzt werden wieder 1000 Kommentare kommen. Ja, das ist nur für die Autobahn und so weiter. Natürlich ist es nur für die Autobahn. Vollkommen klar, ich soll das nicht auf solchen Straßen verwenden. Aber auf der Autobahn funktionieren die alle ganz okay. Aber ich würde sagen, wenn er so eine Straße schafft, dann schafft er die Autobahn doch ganz locker, oder? Fazit: Autopilot, Drive Pilot, wie auch immer das die automatisierte Spurhaltung genannt wird. Bei jeder Marke heißt es ein bisschen anders. Im Grunde ist es aber immer ein ähnliches System. Ja, wie soll ich sagen? Fast durchgefallen, würde ich sagen. Das Nötigste funktioniert, das war es aber dann auch. Also das ist weit entfernt von Luxus. Und für das Segment, wo Genesis hier fischen will, finde ich es nicht. Ja, also da sind wir einfach weit dran am Ziel vorbeigeschossen. Wir haben jetzt uns von den Fahreigenschaften überzeugt oder auch weniger überzeugt. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, warum fährt er sich so, wie er sich fährt. Dazu gehört natürlich eine Radlastwaage. Dann können wir genau schauen, welches Rad wie viel Last tragen muss. Und wie die Gewichtsverteilung von diesem doch wahrscheinlich relativ schweren Auto ist. Das Prozedere kennt ihr ja schon. Radlastwaage, Auto hinter mir. Wie viel wiegt der Genesis Electrified GV70 wirklich? Vielleicht spoilere ich, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich tatsächlich über dieses Auto im Vorfeld bis auf den Konfigurator nicht schlau gemacht. Ich vermute mal, dass er irgendwas um die 2,3 bis 2,4 Tonnen auf die Waage kriegt. Er hat sich nämlich mindestens so schwer angefühlt. Gewichtsverteilung gehe ich jetzt einfach mal von 45, 55 aus, 45% Vorderachse, 55% Hinterachse. Und jetzt schauen wir mal, ob ich gespoilert habe oder ob es Blödsinn war. 560 Kilo vorne links, 563,5 vorne rechts, 596 und 598 jeweils die Hinterachse, 25,7, 25,8, also jeweils 26% circa und vorne jeweils 24% circa. Nicht ganz, das heißt, wir haben so 48 zu 52% Gewichtsverteilung. 2,3 Tonnen, habe ich gesagt, wiegt er mindestens. 2318 Kilo wiegt er tatsächlich. Also habe ich ganz gut geschätzt. Und wie gesagt, die merkt man ihm aber auch an. Da kennen wir andere Autos, denen man das überhaupt nicht anmerkt. Ja, da Genesis ja die Luxuskunden von BMW, Mercedes und Co. fischen will oder in diesem Segment fischt, wollen wir natürlich jetzt auch schauen, wie ist denn die Verarbeitungsqualität von dem Fahrzeug, wie sind denn die Spaltmaße so. Ihr wisst ja, ich bin jetzt kein mega Spaltmaß-Fetischist, aber im Großen und Ganzen muss es schon stimmen. Und da ist mir auch schon vor Drehbeginn eins sofort ins Auge gestochen, und zwar dieser Spalt. Ingenieurstechnisch
Das Schlimmste, was ich machen kann, ich habe hier eine waagrechte Bündigkeit, also Sollbündigkeit. Jetzt geht aber hier in dem Spalt hier diese Sicke los und jetzt habe ich eine senkrechte Bündigkeit. Das heißt, ich muss jetzt als Ingenieur das Blech so gebogen bekommen, also nicht nur simuliert, sondern dann auch in der Praxis, dass dieser Spalt hier optisch gleich scheint. Das funktioniert aber nicht. Weil, wenn ich jetzt genau von der Seite schaue, dann habe ich hier den Spalt und hier geht er zusammen. Und ich weiß nicht, was da beim Kotflügel passiert ist, weil das gehört hier definitiv nicht so. Das ist so ein bisschen, ja, einfach schlecht verarbeitet. Hier geht der Kotflügel tatsächlich so ein bisschen nach oben. Und wenn ich das jetzt wirklich von der Seite sehe, dann ist dieser Spalt auf einmal weg. Das sieht irgendwie immer aus, als hätte ich irgendwie, als hätte in Anführungszeichen Motorhaube, als hätte die vorne irgendwie so ein Detscherer gekriegt. Sieht nicht schön aus, zumal es links und rechts auch nicht gleichmäßig aussieht. Das ist jetzt noch die bessere Seite. Jetzt kommt mal rüber auf die andere Seite. Da berühren sich die Bleche fast. Da passt minimal was rein. Und hier steht's auch über. Also ich habe hier nicht die gleiche Bündigkeit. Also hier fehlt einfach was. Und wenn ich das jetzt von der Seite betrachte, sieht's ziemlich schlecht aus. Klar, hier haben wir jetzt natürlich das Problem. Wir haben noch Schattenwurf von unserer Werkstattbeleuchtung. Aber das sieht nicht gut aus. Also ich weiß nicht, was sich die Ingenieure dabei gedacht haben. Eine Sicke von waagrecht oder ein Spaltmaß von waagrecht auf senkrecht zu machen und dafür den Spalt als Startpunkt zu nehmen, das ist, also Umsetzbarkeit ist schon so fast gleich null. Und das Ergebnis sieht man halt jetzt in einem schlecht optisch anmutenden Spaltmaß. Egal wie gut ich das einstelle, es wird immer irgendwie doof aussehen. Wenn wir weiter runter rumgehen ums Fahrzeug, da haben wir noch einen kleinen Issue, ist aber jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau, muss man dazu sagen. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier der Kotflügel zu A-Säule. Hier sieht so aus, als hätte jemand irgendwie ein Eck von dem Kotflügel weggefeilt. Also das sieht irgendwie komisch aus. Das scheint von der Pressung zu sein, weil ich habe auf der anderen Seite geschaut, da geht er gerade rum und Kotflügel zu Fronthaube. Hier haben wir fast einen Millimeter mehr Spalt, größeren Spalt wie auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, das ist jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau. Insgesamt muss ich sagen, spaltmaßtechnisch steht der Genesis GV70 Electrified sehr gut da. Ja, wenn wir ehrlich sind, einen Mercedes EQS darf man auch nicht von nahem anschauen. Das ist nämlich auch nicht Premium. Und also mit einem Mercedes kann er locker mithalten. Ich habe hier bei einem Luxusauto einen fetten Schlüssel, kann aber von vorne die Haube nicht aufmachen. Jetzt fragt ihr euch, warum muss ich denn die Haube nicht aufmachen? Bei Mercedes zum Beispiel darf ich sie gar nicht aufmachen. Ich muss wirklich die Haube manuell aufmachen. Jetzt ist die Frage, hat er denn einen Frunk oder kann ich den sinnvoll benutzen? Ja, hat er sinnvoll, teilweise. So, aber jetzt grundsätzlich die Frage an Genesis persönlich. Ihr wollt, dass der Kunde ein Ladekabel für öffentliche Ladesäulen hier reinlegt, habt aber im Schlüssel keine Funktion, dass diese Frunkhaube automatisch aufgeht. Die muss ja gar nicht mal elektrisch zu öffnen sein. Sie muss ja nicht elektrisch hochfahren. Aber dass sie elektrisch entriegelbar ist, das wäre schon cool. Weil sonst macht hier das Ding eigentlich wenig Sinn, wenn ich jedes Mal das Ding aufmachen muss, wie bei einem Verbrenner. Und vielleicht merkt man da, dass halt viele Ingenieure bei Genesis, wie auch Hyundai, wie auch Kia, einfach ja von der Verbrennerabteilung zur Elektroabteilung rübergewechselt sind. Manche Sachen sollte man einfach ein bisschen neu denken und dass da ein bisschen frischer Wind reinkommt, weil ihr bietet es dem Kunden an, eine kleine Ablademöglichkeit für ein Ladekabel. Wenn er das jeden Tag braucht, muss er jeden Tag da unten an der A-Säule rumfuhrwerken, als wenn er, das ist eigentlich ein Teil, was eigentlich nur eine Werkstatt benutzt.
um die Motorhaube zu öffnen. Und das finde ich ein bisschen schade. Also das ist wirklich kein Luxus. Auch hier sehe ich als erstes eine MacPherson-Aufhängung. Ich sehe aber noch was sehr Interessantes. Und zwar das Teil hier im Hintergrund. Das ist ein riesiges Aluminium-Gussteil. Das heißt, das komplette Domlager plus der obere Längsträger ist auch hier aus einem relativ großen Aluminium-Gussteil. Ihr kennt ja sicherlich das Tesla Giga Casting. Tesla sagt ja jetzt, das Model Y zum Beispiel soll möglichst der komplette Rahmen aus ein, maximal zwei, vielleicht drei Bauteilen nur noch bestehen, anstatt aus hunderten Einzelbauteilen. Und immer mehr Hersteller nehmen jetzt auch diese Fertigungsweise an. Warum machen sie das? Weil es erstens mal viel präziser ist, weil wenn ich nur ein großes Gussteil habe, anstatt fünf oder sechs kleine, habe ich natürlich auch entsprechend fünf oder sechs Fügestellen weniger. Und jede Fügestelle erhöht meine Maßtoleranz später beim fertig ausgeworfenen Teil, also beim fertig zusammengebauten Teil. Sprich, wenn ich das Ganze aus einem Bauteil mache, kann ich genauer fertigen. Zweiter Vorteil ist, es ist wesentlich günstiger, weil ich spare mir ja auch die Fügearbeit. Es wird geklebt, es wird geschweißt, es wird genietet, es wird geschraubt. Und alle diese Arbeiten, die spare ich mir komplett. Ich habe nur noch ein Gussteil, das geht nachher in eine CNC zum Nachbearbeiten, zum Beispiel von Schraubenlöchern oder von Querlenkeraufhängungslöchern und so weiter. Da wird noch nachbearbeitet, gefräst, aber ich habe im Prinzip eigentlich nur noch zwei große Arbeitsschritte. Gießen, fräsen, fertig. Sonst habe ich gießen, fügen, nochmal gießen, fünf verschiedene Arbeitsschritte. Insgesamt spare ich mir unglaublich viel. Was natürlich jetzt in letzter Zeit viel dahergekommen ist mit Versicherungen. Versicherungen haben natürlich hier ein bisschen Probleme, die Reparaturkosten einzuschätzen. Die Frage ist ja jetzt, wie gehe ich damit um, wenn ich hier zum Beispiel jetzt einen Frontschaden habe und es ist ein riesengroßes Gussteil beschädigt? Gibt's vom Hersteller, herstellerseitig zum Beispiel Reparaturmaßnahmen, wie man zum Beispiel ein großes Gussteil nachhaltig und einigermaßen, um mit den Kosten noch im Rahmen zu bleiben, beziehungsweise kostengünstig das Ganze zu reparieren. Also das wird in Zukunft eine sehr, sehr große Frage sein. Aber auch hier seht ihr eben beim Genesis Electrified GV70, dass hier schon wirklich große, große Gussaluminiumteile verwendet werden. Und ja, das System von Tesla kopieren sehr viele Hersteller. Also Tesla ist nicht immer nur Murks. Tesla ist schon weit vorne, was die Fahrzeugentwicklung und die Preissenkung bei der Fahrzeugentwicklung angeht. Und andere Hersteller orientieren sich hier tatsächlich hauptsächlich an Tesla. Um zurückzukommen auf die Aufhängung, was ist eine MacPherson-Aufhängung? Ja, wir haben hier im Prinzip einfach nur ein Federbein. Das ersetzt quasi auch gleichzeitig den oberen Querlenker. Wenn ich jetzt hier lenke, jetzt ist die Lenkradsperre natürlich drin. Aber ihr seht es auch so, das Federbein dreht sich einfach mit und übernimmt auch die Seitenführungskraft quasi von der oberen Radaufhängung. Das heißt, es ist eine günstige Fertigungsweise. Ich habe aber automatisch durch die MacPherson-Aufhängung immer relativ viel Antriebskräfte vom Rad in die Lenkung hinein. Und das merkt man auch jetzt beim Genesis Electrified GV70, dass hier absichtlich auch gerade der Punch bezüglich der Vorderachse rausgenommen wird, damit ich eben am Lenkrad dann diese Kräfte auch gar nicht so spüre. Ist ein bisschen schade, habe ich ja schon bei der Probefahrt gemerkt, aber da ja das Klientel eher die luxusorientierten Fahrer sind und nicht die Sportskanonen unter den Fahrern, ist es durchaus angemessen und ist es auch nachvollziehbar. Folglich ist es für mich kein Mangel. MacPherson hat sich auf Jahrzehnte schon bewährt. Das ist auch eine gute Aufhängung insgesamt. Ist auch günstig, kostengünstig und auch reparaturarm, also robust insgesamt, alles gut. Vorderachse habe ich euch gezeigt, Hinterachse. Hinterachse sieht man tatsächlich jetzt eigentlich nur den oberen Stoßdämpfer, aber schaut mal hier, hier sehe ich ein Kabel.
Wenn ein elektrisches Kabel zu einem Stoßdämpfer hingeht, sagt mir das immer eins. Das heißt, mindestens die Zugstufe ist verstellbar. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn Zugstufe bei einem Stoßdämpfer? Der Stoßdämpfer ist eigentlich, wie der Name schon sagt, zum Dämpfen der Stöße da, ist aber eigentlich komplett falsch, weil eigentlich im Fachjargon heißt er Schwingungstilger, damit das Ganze nicht nachschwingt, weil eine Feder hat die Eigenschaft, einfach nur die Energie, die in sie reingesteckt wurde, fast verlustfrei wieder abzugeben. Damit dieser Verlust aber auch geschieht, heißt, damit sich das Auto nicht aufschwingt, muss ich einen sogenannten Schwingungstilger oder Schwingungsdämpfer verbauen. Der muss diese Energie quasi tilgen. Das heißt, in so einem Stoßdämpfer ist Öl drin und eine Kolbenstange. Und diese Kolbenstange bewegt sich immer auf und ab und dieses Öl wird dann immer verdrängt. Und wenn jetzt da ein elektrisches Ventil da ist, dann heißt es, dass die Zugstufe verstellbar ist. Die Zugstufe sagt, wie schnell kann der Stoßdämpfer überhaupt ausfedern unter einer bestimmten Last. Wenn ich die Zugstufe verstellbar mache, dann kann ich diese Ventile kleiner oder größer machen. Das heißt, er kann sich härter oder weicher stellen. Wenn das oben am Stoßdämpfer in der Regel der Fall ist, dann ist es die Zugstufe, die verstellbar ist. Wenn ich noch so ein Ventil zum Beispiel unten am Stoßdämpfer habe, dann sind beide Ventile verstellbar. Dann ist Druck- und Zugstufe verstellbar. Das heißt, wir schauen jetzt mal da von unten. Nope. Also hier habe ich nur eine einstellbare bzw. verstellbare Zugstufe, was aber schon viel mehr Nutzen hat, als wenn ich jetzt die Druckstufe verstellen kann. Druckstufe, sage ich jetzt einmal, hat nur den halben Nutzen als die Zugstufe. Daher gehen die meisten elektronisch Fahrwerke bzw. Dämpferregulierungen erst einmal nur auf die Zugstufe, weil das einfach produktionstechnisch günstiger ist. Und hier haben wir wenigstens eine verstellbare Härte der Stoßdämpferkennlinie an der Hinterachse. Vorderachse schaue ich nochmal unter die Haube. Aber finde ich gut. Was mir noch aufgefallen ist, die Reifen. Der Kunde hat ja jetzt absichtlich keine 21 Zöller, sondern die Basis 19 Zoll Bereifung in der Dimension 235/55R19. Es sind Michelin Pilot Sport 4 SUV. Genesis hat hier eins verschenkt, und zwar, warum ist es kein Pilot Sport 4 EV? Profiltechnisch ist der Pilot Sport 4 SUV und der Pilot Sport 4 EV genau gleich. Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht zum neuen Michelin Pilot Sport 4 EV. Verlinke ich euch unten im Beitrag. Der Basis EV ohne Herstellerkennung, der hat nämlich genau das gleiche Profil vom SUV. Das seht ihr hier an diesen ganz kleinen zusätzlichen Rillen. Das macht den Reifen leider Gottes etwas lauter. Aber wie gesagt, die hat er ja eh schon. Wenn er jetzt noch die EV-Gummimischung hätte, könnte man sicherlich zumindest mal im Stadtverkehr sicher noch mal 30, 40 Kilometer extra Reichweite rausholen. Das finde ich schade und das entspricht jetzt leider Gottes auch nicht so ganz dem Premium-Aspekt, den Genesis hier auffahren will. Wie gesagt, Michelin, sehr gute Reifen, aber es geht noch ein bisschen Luft nach oben, würde man hier werkseitig auch EV-Reifen verbauen. Eine Stufe weiter oben. Was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, wir haben hier zwei verschiedene Zulieferer. Einmal ZF Lemförder und einmal irgendwas anderes. Da steht kein Herstellerlogo oder sowas, ist nichts eingeprägt. Das heißt, wir haben vorne, ich will nicht sagen Made in Germany, weil da steht jetzt nicht drauf, dass es Made in Germany. Lemförder hat ja auch im Ausland Werke, so ist es ja nicht. Aber ganz interessant, dass auch ein Koreaner auf ZF-Qualität, ob es Qualität ist, wird die Zeit zeigen, aber erstmal sieht es recht robust aus, das heißt auf deutsche Qualität vertraut, finde ich ganz cool. Bestückt ist dieser ZF-Lemförder-Lenker mit einem Hydrolager hier, das ist die Zugstrebe übrigens, der nimmt quasi die Bremskraft auf. Und Hydrolager sind natürlich komforttechnisch absolut unschlagbar, haben aber immer wieder den Nachteil, dass sie irgendwann auslaufen. Und im Hydrolager ist quasi
ja, sowas wie Glycerin G48 Flüssigkeit drin. Das ist quasi kühler Frostschutz. Eignet sich hierfür tatsächlich sehr, sehr gut, dieser kühler Frostschutz. Natürlich ein bisschen abgeänderter Form. Aber das ist natürlich sehr gut für Vibrationsdämpfung und Kraftübertragung. Ich kriege ein sehr stabiles Lager mit sehr hohen vibrationsdämpfenden Eigenschaften hin. Aber die Haltbarkeit lässt oft zu wünschen übrig. Aber natürlich, es ist ein SUV im Premium-Segment und im Premium-Segment muss ich teilweise bei hohen Leistungsabgaben zugunsten der Haltbarkeit Abstriche machen. Da geht's primär um den Fahrkomfort. Deshalb Hydrolager vollkommen in Ordnung. Hydrolager hat selbst der i4 M50 und da sprechen wir schon von einem Auto, das schon wirklich sehr stark an die sportlichen orientierten Fahrer gerichtet ist. Der andere Querlenker ist, wie der Name schon sagt, der Standard-Querlenker. Er nimmt die Querkräfte vom Fahrzeug auf, sprich links-rechts fahren. Der kann relativ einfach ausgeführt werden, ist hier mit einer Gummischlitzbuchse ausgestattet. Eine Schlitzbuchse, wenn ich die jetzt hier zum Beispiel, ihr seht hier diesen Schlitz, wenn ich die jetzt auspresse, dann geht die auf. Warum geht die auf? Was ist der Vorteil einer Schlitzbuchse? Ich erreiche ein härteres Gummilager, habe aber die volle Dehnbarkeit eines nicht vorgespannten beziehungsweise die Dehnbarkeit eines weicheren Gummis, weil der Gummi vorkomprimiert wird. Deswegen gibt es sogenannte Schlitzbuchsen. BMW 5er hat die zum Beispiel auch an der Hinterachse drin. Schlitzbuchsen sind grundsätzlich sehr cool. Ich brauche aber Spezialwerkzeug zum Aus- und Einpressen. Deswegen kann das die Werkstatt nicht so einfach pressen. Deswegen muss ich hier natürlich auch wieder den kompletten Lenker tauschen. Finde ich nicht ganz so cool, aber ist Stand der Technik, ist üblich. Von daher nichts wahnsinnig Weltbewegendes. Ja, Leute, die Hinterachse, die enttäuscht mich so ein bisschen, weil die ist halt tatsächlich wirklich baugleich zum IONIQ 5 Kia EV6. Genesis GV60 und genau das ist auch das Problem. Eine baugleiche Hinterachse von einem wesentlich leichteren Fahrzeug zu verbauen in einem schweren Fahrzeug, das funktioniert nicht wirklich. Man muss bloß einmal den Audi e-tron, also der SUV, der erste Audi e-tron fahren. Da kriegt man das Kotzen, wenn man da Slalom fährt. Der fährt sich, als hätte er einen Akku oben auf dem Dach und bei dem merkt man schon auch das Gewicht. Ganz so schlimm wie beim Audi e-tron ist es nicht. Aber wenn ich den Heckstabilisator sehe, den kann ich ja so schon mit der Hand hin und her verbiegen. Das ist ein Witz. Das ist ein Corsa, Opel Corsa Heckstabilisator oder VW Polo. Aber nicht einer, der in so ein Auto reinkommt. Also da könnte man schon deutlich mehr rausholen, indem man hier schon mal einfach nur einen gescheiten Heckstabilisator einbaut, weil der Heckstabilisator von dem Tesla Model 3 SR Plus ist genauso dick. Dieses Auto wiegt aber gerade mal 600 Kilo weniger. Naja, wie gesagt, ansonsten baugleiche Hinterachse wie IONIQ 5. Wir haben hier einen Spurlenker, der sehr lang ausgeführt ist, was ich gut finde. Das vermindert mir die Spureigenschaften oder die Spurveränderungen beim Ein- und Ausfedern. Hier unten der große Traglenker, in dem sitzt die Fahrwerksfeder drin. Das ist ganz gut gemacht. Dann haben wir die untere Schubstange. Hier, die nimmt die Längsbeschleunigung auf von hier bis hier. Die obere Schubstange ist im Prinzip fast parallel angebracht. Die, wenn man hier reinfilmt, dieses Bauteil hier, wo mit der Taschenlampe entlang geht. Und dann noch einen oberen Sturzlenker, der ist hier verbaut. Was schön ist, Sturz und Spur sind voll einstellbar, wie bei jedem IONIQ 5, Kia EV6, Hyundai, ich sag schon Hyundai Genesis. GV60, nein, einfach nur Genesis GV60 und auch hier der GV70. Es ist alles an der Hinterachse voll einstellbar. Umso weniger ist an der Vorderachse einstellbar. Hier kann ich nur die Spur einstellen. Das ist wirklich, wirklich schade. Ein kleiner Bordsteinrempler und es ist, ich kann nichts nachjustieren, wenn sich der Sturz verstellen sollte.
Ich muss es mit extremem Aufwand betreiben. Wir betreiben immer extremen Aufwand. Natürlich ist unsere Achsvermessung auch teurer wie die der Mitbewerber. Aber nichtsdestotrotz, der Kunde kriegt bei uns immer ein perfekt eingestelltes Fahrzeug, auch wenn es eigentlich vom Hersteller heißt, es geht nicht zum Einstellen. Wir kriegen es immer gerade. Aber nichtsdestotrotz ist es schade, dass es nicht vorgesehen ist. Weil ich erwarte mir schon für niedrige Reparaturkosten und einen niedrigen Unterhalt eine vorgesehene Einstellbarkeit. Und die ist nur an der Hinterachse gegeben, an der Vorderachse aber gar nicht. Und das finde ich sehr schade. Aber insgesamt muss man sagen, die Achsaufhängungen und so weiter ist natürlich alles sehr, sehr baugleich zum kleinen Bruder GV60. Der Unterfahrschutz ist so zur Hälfte abgebaut. Ich komme hinten an die Schrauben einfach nicht ran. Da ist die Hebebühne ungünstig dafür. Wir sehen aber trotzdem alles, was wir sehen wollen. Wir sehen hier die Lenkung. Ich gehe mal davon aus, dass es ist eine Mobis-Lenkung, keine Mando-Lenkung, sondern Mobis. Mobis kenne ich so vom Hören und Sagen, aber bis jetzt habe ich eigentlich fast immer nur Mando-Lenkungen bei Hyundai und Kia gesehen. Das ist jetzt mal eine neue Lenkung, aber hat sich gut angefühlt beim Fahren, alles gut. Und eine interessante Frage hat jetzt mein Kameramann noch gestellt, und zwar, ob denn diese Drive-Unit, die Motor-Getriebe-Kombination, eine Eigenentwicklung ist von Hyundai Kia Genesis oder auch ein Zukaufprodukt wie zum Beispiel Mercedes beim EQE. Und tatsächlich habe ich dann so ein bisschen geschaut, also um die Frage erstmal zu beantworten, ja, es ist definitiv eine Eigenentwicklung, habe ich dann so ein bisschen geschaut und habe hier Folgendes gefunden an der Vorderachse, und zwar steht da auf diesem Label PMSM, PM, Klammer auf, PM Synchronous Motor, Klammer zu. Das wird jetzt richtig, richtig technisch. Da geht es jetzt ein bisschen mehr in die Elektrotechnik, in die Antriebstechnik rein. Wie fahre ich effizienter, wie weniger effizient, wie ist es kostengünstig zu produzieren und wie etwas weniger kostengünstig, aber technisch auch aufwendiger, damit das Ding trotzdem die maximale Effizienz rausholt. Und ich würde fast sagen, wir machen daraus einfach ein extra Video. Das klammern wir jetzt an dieser Stelle aus. Räder sind runter, jetzt können wir uns die Bremsanlage genau anschauen. Also wir haben absolut baugleich wie beim Genesis GV60 an der Vorderachse einen Vierkolben-Festsattel und eine zweiteilige Scheibe. Warum zweiteilig? Du siehst hier diese kleinen feinen Ritzen, und zwar ist es so eingegossen und das ist Absicht. Warum baut man zweiteilige Scheiben? Der Reibring, da passiert ja die Reibung, da wird es richtig heiß. Hier an der Radnabe bleibt es aber kalt. Und jetzt habe ich einen sehr hohen Temperaturunterschied. Und da das heiße Material sich natürlich ausdehnen will und das kalte sagt, nee, ich bleib da, wo soll's hin? Und dann macht dieses heiße Material irgendwann ein Wellblech. Dieses Wellblech merke ich dann in Vibrationen beim Fahren, sobald ich das Bremspedal drücke. Mindestens in einem pulsierenden Bremspedal, aber eventuell überträgt sich das Ganze dann auf die Lenkung, als wenn ich plötzlich, wenn ich Brems pro Kopfsteinpflaster unterm Reifen habe. So ist es aber nicht und ist natürlich extrem unangenehm und gerade bei schweren Autos, deswegen verbaut man da in der Regel immer zweiteilige Bremsscheiben. Ich weiß, kleiner Seitenhieb auf Tesla, die nicht. Ja, Hinterachse, ganz normal, einteilige, innenbelüftete Scheibe, vorne natürlich auch. Also du machst keine zweiteilige, nicht innenbelüftete Scheibe. Einteilige, innenbelüftete Scheibe, relativ groß ausgeführt, mit ganz normalem Schwimmsattel. Ich habe vorher ja ein bisschen mich lustig gemacht über die Dicke des Stabilisators. Hier nur mal zum Vergleich. Das ist der Heckstabilisator bei einem 2,3 Tonnen Koreaner. Und das ist das Kabel für die Parkbremse. Winzig. Ja, winzig. Was haben wir für Werte? Fangen wir mal beim Sturz Hinterachse an. Wir sind bei minus 1,52, minus 1,51. Hört sich jetzt erstmal viel an, ist aber vollkommen richtig. Ich hätte nicht anders eingestellt. Also hier muss ich sagen, Genesis super. Ich brauche diesen negativen Sturz für so einen schweren Bock.
Ich kann so eine schwere Kiste nicht mit minus 1,30 fahren lassen. Schon gar nicht, wenn ich die Standard 19 Zoll Bereifung habe. Dann machen wir weiter mit der Spur an der Hinterachse. Die Spur an der Hinterachse ist relativ ungleich. Wir haben auch bei der Probefahrt gesagt, dass er in eine Richtung zieht. Das liegt natürlich auch an der Hinterachsspur. Hinten links hat er die doppelte Vorspur wie hinten rechts, also 15 Minuten zu 7 Minuten. Also hinten links lenkt nach innen doppelt so stark, wie hinten rechts nach innen lenkt. Gesamtspur passt wiederum. Also ich hätte jetzt so zwischen 10 und 15 Minuten eingestellt pro Rad. Also normalerweise 12 Minuten würde ich jetzt einstellen. Sturz Vorderachse, das ist auch relativ gleichmäßig, ein bisschen außerhalb unserer Toleranz. Wir sagen maximal 5 Minuten Sturzunterschied, Vorderachse wie Hinterachse, einstellbar oder nicht, interessiert uns nicht. Anders geht das Auto nicht raus. Aber für einen Hersteller ist es in Ordnung, minus 0,49, minus 0,42, also eigentlich echt okay. Also das habe ich schon viel, viel schlechtere gesehen. So ein Ioniq 5 ist meilenweit, wirklich meilenweit schlechter eingestellt und ein Kia EV6 auch. Der Nachlauf ist auch relativ gleich, ist gerade noch innerhalb unserer Toleranz. Wir sagen Nachlauf maximal 10 Minuten Unterschied, wie auch hier einstellbar oder nicht, ist uns vollkommen fluppe. Wir stellen ihn ein, Punkt. Circa 6 Grad Nachlauf, das ist vollkommen in Ordnung. Ich hätte ihn auch nicht anders eingestellt. Spur haben wir hier wieder ein bisschen Diskrepanz. 2 Minuten links Vorspur, 8 Minuten rechts. Es ist dann doch die vierfache Vorspur wie links. Hört sich natürlich sehr viel an, aber man muss dazu sagen, plus minus 2 Minuten sind schon Messtoleranz. Das heißt, wenn man jetzt zugute hält, also jetzt nehmen wir mal an, alle Messtoleranzen seien zugute Genesis, dann wären wir bei 4 Minuten Vorspur links und 6 Minuten Vorspur rechts. Das wären gerade mal 2 Minuten Unterschied, kann aber auch anders sein. Also treffen wir uns in der Mitte und dann haben wir die 2 und 8. Also super Premium bzw. Oberklasse ist das nicht, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Ich sage jetzt weder Daumen nach oben noch Daumen nach unten, Daumen zur Seite, schon wesentlich schlechtere gesehen, aber es geht auch wesentlich besser. Zum Schluss noch unser Top-View-Test. Wir stehen wieder auf unserer ehemaligen Güllegrube. Diese hat genau 10 Meter Durchmesser und wir sehen hier jetzt im Top-View die Ansicht und wir sehen hier zum Beispiel insgesamt, dass die Frontkamera, die vorne in der Stoßstange ist, und die Seitenkamera hat eine sehr gute Auflösung, die im Außenspiegel sitzt. Die Heckkamera auch, die Frontkamera ist so ein bisschen milchig. Das kann aber auch sein, dass es ein bisschen staubig ist. Aber du siehst hier, also die Abstimmung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich muss sagen, leider Gottes, das Top-View ist auch nicht besser als beim EV6 oder Ioniq 5 oder beim Genesis GV60. Also so richtig, richtig Premium oder mehr Premium wie beim kleineren Bruder, den GV60, ist es auch nicht. Ist ein bisschen schade. Und jetzt finden wir gleich auch die Überleitung zum Fazit. Grundsätzlich ein grundsolides Auto. Es sind jetzt keine wahnsinnigen Reparaturkosten zu erwarten. Das Gewicht ist, so wie er sich fährt, entsprechend. Die Achseinstellung ist ja mittelprächtig. Grundsätzlich vermisse ich bei diesem Auto so ein bisschen den USP, das Alleinstellungsmerkmal. Warum will ich dieses Auto jetzt haben? Ich meine, sind wir ehrlich, dieses Auto kostet mit voller Hütte, wenn ich wirklich viel reinbestelle, was der Kunde jetzt auch gemacht hat, bis auf die großen Räder, bin ich bei knapp 85.000 Euro, vielleicht sogar schon ein bisschen drüber. Die Ladetechnik ist die gleiche vom Ioniq 5, Kia EV6, Genesis GV60. Die Achsen sind fast die gleichen wie bei den anderen dreien, bei den kleineren Brüdern, Konzernbrüdern, die ich jetzt genannt habe. Es ist einfach nur ein bisschen aufgeblasen. Die Größe ist alles, was mich zum Kauf von diesem Auto bewegen lässt. Und wie ihr bekanntlich wisst, in allen Umgangsformen und Farben, die Größe ist nicht alles und die Technik macht's.
Und auch hier bei der Technik bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt richtig geil. Er lädt nicht schneller wie die kleineren Brüder. Viel mehr Platz ist auch nicht. Also ich habe lediglich im Fond etwas mehr Beinfreiheit, wie jetzt zum Beispiel beim kleinen Bruder GV60. Er fährt sich aber wesentlich unsportlicher. Er ist einfach sehr schwer. Ja, leider Gottes ist er wirklich Oberklasse. Da, wo ja Genesis eigentlich auch mit dem Kunden, den Kunden von BMW iX oder sowas abfangen will, das ist ein bisschen schade, weil das schafft er eigentlich nicht. Das einzige Argument, das mir bleibt, den Genesis zu fahren, ist, weil einfach ihn wenige fahren. Wenn ich was Spezielles fahren will, wo mich die Leute darauf ansprechen, hey, was ist denn das für ein Teil? Ist das vielleicht ein Bentley? Auf den ersten Blick, für diejenigen, die sich nicht auskennen, mag das Logo ähnlich sein. Ja, dann kommst du ins Gespräch, aber das war's auch schon. Ich finde es ein bisschen schade, weil er hat jetzt keine Gimmicks, wo ich sag, boah, jetzt muss ich dieses Auto haben. Bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz ein solides Auto und wir wollen ja jetzt nicht ganz so negativ sein. Insgesamt fährt er sich schön, er ist sehr leise und man kann ihn schon kaufen. So ist es nicht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal für mehr Technik-Check-Videos. Bis dann, euer Team von AT Zimmermann. Ciao.